Euch gefallen unsere Videos? Dann kennt ihr nun einen winzigen Teil von The Simple Club. Übungsaufgaben, Lösungswege und Spickzettel zum Download. Checkt jetzt ab auf thesimpleclub.de. So, moin zusammen und willkommen zum ersten Video zur Standorttheorie. Auf geht's, rocken wir das Ding. Fangen wir mal ganz basic an. Was ist überhaupt ein Standort? Ein Standort ist nichts anderes als ein Ort, wo eine Person oder ein Unternehmen irgendwas macht. Euer Zimmer ist zum Beispiel euer Erholungsstandort. Hoffentlich. Der schnöde Klassenraum ist euer Lernstandort. Und das Stück Gewerbefläche im Shoppingcenter ist der Standort von dem Schuhladen. Okay, ein Standort ist also nichts anderes als ein Ort, wo etwas Bestimmtes gemacht wird. Ganz wichtig sind Standorte für Geschäfte und Unternehmen. Manche Standorte sind nämlich besser als andere. Dazu schauen wir uns mal den Standort von dem Schuhladen an. Der Standort im Shoppingcenter ist für das Schuhgeschäft ziemlich gut. Da kommen nämlich eine Menge Menschen vorbei. Viele kaufen dann auch im Laden ein. Dadurch macht der Besitzer einen guten Gewinn. Das Schuhgeschäft hat also einen guten Standort. Ein schlechter Standort wäre zum Beispiel auf dem Land neben dem Feldweg. Da möchte ja keiner hinfahren, um sich die neuesten Sneaker zu kaufen. Die Lage von dem Standort ist also ganz wichtig, weil sie Einfluss auf den Gewinn von dem Schuhgeschäft hat. So ein Faktor wie die Lage heißt auch Standortfaktor. Merkt euch das, alle Gegebenheiten und Eigenschaften, die einem Standort einen Vorteil gegenüber einem anderen bieten, sind Standortfaktoren. Bei dem Schuhgeschäft kann das die Lage sein. Andere Standortfaktoren für das Geschäft sind die Mietkosten oder auch das Angebot an fähigen Schuhverkäufern in der Nähe. Okay, Standortfaktoren sind also all die Eigenschaften, die Vorteile bringen können oder sich nachteilig für das Geschäft auswirken. Jetzt haben aber nicht alle Unternehmen die gleichen Standortfaktoren. Für einen Landwirt ist zum Beispiel das Klima ein sauwichtiger Standortfaktor. Wenn es kaum regnet, dann wächst auch nichts. Für den Schuhladen in der Mall ist das eigentlich egal. In der Textilindustrie ist was anderes wichtiger. In der Branche werden viele Arbeitskräfte gebraucht. Darum sind die Lohnkosten der wichtigste Standortfaktor. Deshalb werden die meisten Jeans auch in Bangladesch oder China genäht. Da kosten die vielen Arbeitskräfte nicht so viel wie zum Beispiel in Deutschland. Nochmal kurz zusammengefasst. Ein Standortfaktor ist eine Eigenschaft von einem Ort. Standortfaktoren bieten Vorteile oder Nachteile für die einzelnen Unternehmungen an den Standorten. Je nach Branche und Unternehmen sind manche Standortfaktoren wichtiger als andere. Außerdem kann man Standortfaktoren noch in harte und weiche Standortfaktoren einteilen. Wenn ihr genau dazu noch mehr wissen wollt, dann kommt einfach auf thesimpleclub.de oder ladet euch unsere App runter. Bis gleich!